Klimaerwärmung, Finanzkrise und Umweltkatastrophen. Ständig gibt es bedrohliche Meldungen und es gibt keine Lösung in Sicht. Aber es gibt Menschen, die haben sehr wohl Alternativen und Lösungen für eine bessere Welt. Wo man die findet, wir zeigen es Ihnen jetzt. Metallhase nennt sich dieses Gefährt, das hier in der Wiener Mollertgasse gerade seinen Stall verlässt und sich tapfer zwischen den Autos durchschlängelt. Von der Existenz dieses Fortbewegungsmittels haben wir über ein spezielles Internetportal erfahren. Dessen Initiatorin ist eine umweltbewegte, zuversichtliche Unternehmensberaterin, die vermitteln will, dass doch noch nicht alles verloren ist. Dank einiger kreativer Weltverbesserer. Es ist überall die Rede von Krisen, von Katastrophen. Es gibt so viele negative Meldungen. Und ich habe mir gedacht, das ist nicht die ganze Welt. Es gibt so viel mehr. Ja. Und ich stolper immer wieder über ganz, ganz mutmachende und inspirierende Dinge und Projekte, die es eigentlich auf der ganzen Welt gibt. Bei uns genauso wie überall anders. Und wo so viele Leute sich aufgemacht haben, die einfach was verändern wollen. So, ja. Und so kam ihr die Idee für die Mutmacherei. Weil es Zuversicht schafft und weil es einem auch hilft, über die Hilflosigkeit, die man oft hat, oder diese Verzweiflung, die manche Menschen sogar haben, ja, über das gut wegzukommen. Und weil es auch hilft, zu sagen, ihr könnt vielleicht selber auch was tun. Zentrales Element der Mutmacherei ist das Mutmap, eine Landkarte fantasievoller ökologischer Initiativen und Erfindungen. Interessiert man sich zum Beispiel für abgasfreie Fortbewegungsmittel, kommt man über den Pfad Verkehrsalternativen auf unseren Freund, den Metallhasen. Bei Spaziergängen, sogenannten Moodwalks, kann man die Projekte auch in echt anschauen. Der Metallhase wurde von einem Wiener Architektenpaar in Taiwan entdeckt und für hierzulande adaptiert. Man kann ihn kaufen oder mieten und damit abgasfrei durch ganz Österreich kurven. Das ist ein mehrspuriges Fahrrad, bei dem man, wie man sieht, nebeneinander sitzt, nicht wie bei einem normalen Tandem hintereinander. Was sind die großen Vorteile davon? Wir sind ein autofreier Haushalt und wir haben sozusagen nach einem Ersatz für das Auto gesucht. Das ist also unser Stadtauto mit Doppel-T. Und das Tolle daran ist, dass jeder eine eigene Achtgangschaltung hat. Also man kann fahren in dem Tempo, in dem man möchte. Durch tägliche Recherche, aber auch Tipps von außen, haben Ira Molay und ihre Mitstreiter bereits einen riesigen Projektepool aufgebaut. Im Moodmap, das ist eben so eine Sammlung von inspirierenden Projekten, haben wir jetzt schon weit über 500 Projekte drinnen. Und auf Halde, quasi auf Lager, die noch eingepflegt werden sollen, sind es noch einmal etliche hundert. Also wir haben sicher in Summe schon über 1000 Projekte, quasi einen Überblick drüber. Ein anderes mutmachendes Projekt, das wir auf der Moodmap gefunden und anschließend besucht haben, ist der Krongarten. Ein Rasen in der Krongasse im 5. Wiener Gemeindebezirk, der von Juni bis Oktober auf 1,5 Autoparkplätzen ausgerollt wird. Diese allen Passanten zur Verfügung stehende Grünoase soll daran erinnern, dass die Stadt den Menschen und nicht den Autos gehört. Die Initiatorinnen der Idee stellen kleine Holzkisten zur Bepflanzung zur Verfügung. Das Schönste ist einfach wirklich, wie auch die Nachbarn, wie ich selbst bemerkt und wie auch Nachbarn merken, es hat sich eine Art, also wie eine Kreislerei früher einmal war, dass sich Leute wieder kennenlernen. Man lernt sich im Bezirk wieder kennen, man lernt sich in der Straße wieder kennen. Es kommt wieder zur Kommunikation, die durch Parkplätze natürlich nicht stattfindet, weil jeder parkt sein Auto und das war's. Und hier bleibt man stehen, wird langsamer und lernt Menschen kennen. Ich habe so das Gefühl, es gibt ganz viele so Initiativen, die wie Schwammerl mittlerweile aus dem Boden poppen. Und eigentlich ist es jetzt dran, dass man die auch untereinander vernetzt. Und es gibt einfach Hoffnung, dass sich in diesen Zeiten des Wandels da was Gutes tut.